Das Samsung Galaxy S23, Samsungs aktuellstes Flaggschiff. Ein Begriff, dem dieses Smartphone seit langem vielleicht endlich mal wieder gerecht werden kann. Gerade weil mit dem eigenen Vorgänger schon ein großer Schritt in diese Richtung gemacht wurde. Zuallererst aber, ja, ich weiß, ihr wisst, was kommt. Ein riesengroßes Dankeschön an nbb.de, die mich mit dem S23 so schnell wie möglich ausgestattet haben, damit dieses Video für euch entstehen konnte. Schaut also bei eurer nächsten Technikinvestition auf jeden Fall mal auf ihrer Website vorbei. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass das Galaxy S22 und S23 praktisch identische Smartphones sind, wenn es ums optische Auftreten geht. Nicht nur ist nämlich die Form 1:1 die gleiche, sondern auch das hochwertige Gefühl in der Hand fühlt sich nach Copy und Paste an, was ich zu 100% positiv meine. Denn schon der Vorgänger war eines der hochwertigsten Smartphones auf dem Markt und das S23 ist das natürlich jetzt auch. Beginnend mit dem polierten Armor-Aluminium-Rahmen, welcher leider durch seine glänzende Oberfläche Kratzer und Fingerabdrücke wie verrückt anzieht, und endend mit der matten Gorilla Glass Victus 2 Rückseite. Diese ist nochmal robuster, was mir persönlich sehr gefällt, genauso wie der Punkt, dass sie im Vergleich zum Aluminiumrahmen Fingerabdrücke abstößt, anstatt anzieht. Unterstrichen wird die makellose Verarbeitung dann noch von einer IP68-Zertifizierung, welche das Galaxy für 30 Minuten in bis zu 1,5 Metern Tiefe vor Wasser schützt. Aber natürlich habe ich ein wenig übertrieben, als ich vorhin gesagt habe, dass man das S22 mit dem S23 super schnell verwechseln kann. Denn es gibt ein Merkmal am aktuellsten Galaxy, was für den Unterschied sorgt. Beim S23 steht jetzt nämlich jede Linse für sich alleine und wird nicht noch wie vor einem Jahr von einer leichten Erhöhung ergänzt, die alle drei Kameras so ein wenig zusammengefasst hat. Ich persönlich muss ja sagen, dass mir der Look ohne Erhöhung irgendwie besser gefällt. Was aber natürlich nicht gleich bedeutet, dass das auch die bessere Entscheidung war. Durch diese Veränderung sammelt sich nämlich um die einzelnen Linsen jetzt viel mehr Staub und auch wenn es eine erhöhte Metalleinfassung bei jeder der drei Kameras gibt, wage ich es zu bezweifeln, dass das Glas wirklich komplett von Kratzern verschont bleibt. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz gefällt mir das Auftreten der Kameras so einfach besser. Und besser sind auch die Stereo-Lautsprecher. Im alltäglichen Gebrauch fällt die Verbesserung zwar nicht auf, aber gerade in Situationen, in denen die Lautsprecher tiefere Klänge von sich geben müssen, ist es schon spürbar. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Range noch größer wurde und vor allem die Tiefen werden jetzt viel besser wiedergegeben. Super dringend erwähnen möchte ich noch den Vibrationsmotor. Da dieser verdammt hochwertig ist und sich somit jede noch so kleinste Vibration viel mehr nach Tippen und Klicken ins Handgelenk anfühlt, sowie an jeder Ecke der Bedienung für ein angenehmes haptisches Feedback sorgt. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, dass die Front des S23 die schönste auf dem Markt ist. Und das mit Abstand. Was man vor allem den dünnen und symmetrischen Displayrändern verdanken kann. Es gibt keine Edge und ganze 6,1 kompakte Zoll schmücken die Vorderseite. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, aber ich genieße diese Größe des Displays ungemein, gerade weil es einfach erfrischend ist, mal kein monströses Smartphone in der Hand zu halten. Natürlich wird Samsung typisch auch bei diesem Display auf OLED gesetzt, für hohe Kontraste und tiefes Schwarz. Durch das kompakte Display ist die Full HD Plus Auflösung total ausreichend, sowie knackig scharf und die 120 Hz Bildwiederholrate, welche bis runter auf 48 Hz wechseln kann, rundet das Ganze dann ab. Mittlerweile ist es ja eigentlich schon total normal, hohe Bildwiederholraten bei Smartphones zu haben. Und nichtsdestotrotz schafft es trotzdem immer wieder dieser Punkt, mich auch als Technik-YouTuber hin und wieder zu begeistern. Absolut genial, das Display des S23 kann bis zu 1200 Nits hell werden und bei HDR-Inhalten sind sogar ganze 1700 Nits möglich. Krasse Werte, die mir natürlich echt gut gefallen. Ich denke, es erklärt sich also von alleine, dass es unterm Strich, egal was man mit diesem Display anstellt, Spaß macht, auf dieses zu sehen. Unscheinbar und das nicht nur, weil er so schnell und zuverlässig ist, sondern sich vor allem unter dem Display versteckt, ist der Ultraschall-Fingerabdrucksensor. Genau wegen dem Aspekt, dass er einer mit Ultraschalltechnik ist er nochmal um einiges schneller als manch andere optische Fingerabdrucksensoren. Ein sehr wichtiger Punkt bei Samsung, gerade aus dem Grund, weil es in den letzten Jahren eher mehr Negatives als Positives darüber zu berichten gab. Letztes Jahr wurde es zwar deutlich positiver als sonst, was aber nichtsdestotrotz in diesem Jahr nicht vergleichbar sein wird. Denn Samsung hat sich hier aber sowas von verbessert. Zum allerersten Mal besitzt ein Galaxy, wie es das S23 ist, auch in Europa keinen Exynos, sondern Snapdragon-Prozessor.
Genauer gesagt ist es der Snapdragon 8 Gen 2 in der speziellen Samsung bzw. 4 Galaxy Edition. Gefertigt wurde er in 4 Nanometer und bietet eine Performance, die seinesgleichen sucht, vor allem für ein Samsung Galaxy Modell. Nur dass ihr das mal versteht, habe ich einen Geekbench-Test laufen lassen und bin auf folgende Ergebnisse gekommen. Im Single-Core erreicht das S23 ganze 1890 und im Multicore 4937 Punkte. Im Vergleich, der Vorgänger, das S22, kommt nur auf 1146 im Single und 3534 Punkte im Multicore. Unterm Strich ist das ein Anstieg der CPU-Leistung von rund 37% und bei der GPU sieht das nicht wirklich anders aus. Denn hier kommt man auf einen Anstieg, der sich bei ca. 40% ansiedelt. Meiner Meinung nach verdammt gute Werte, gerade wenn man sich im Hinterkopf behält, dass das S22 schon das erste Galaxy-Modell seit langem war, welches eine ganz gute Performance abrufen konnte. Aber natürlich merkt man den Performance-Sprung nicht nur auf dem Papier und anhand von Zahlen, sondern auch im Alltag läuft einfach alles ohne Probleme. Kein einziger Ruckler ist zu sehen, was bei Samsung eigentlich lange fast normal war, und auch Apps öffnen sich auffällig schnell und werden sehr lange im Hintergrund offen gehalten. Ich muss ja wirklich sagen, dass das eine ganz schöne Umgewöhnung für mich war, und zwar im positiven Sinne. Denn ich bin es einfach nicht gewohnt, eine solch gute Performance bei einem Samsung-Smartphone zu bekommen. Vor lauter Begeisterung von der Performance habe ich zwei Punkte ganz vergessen. Dem Snapdragon stehen nämlich 8 GB RAM zur Seite und es gibt 128 sowie 256 GB internen Speicher. Ein wichtiger Punkt ist hier, dass die 128 GB Version mit der bekannten UFS 3.1 Technik daherkommt und nur die 256 GB Variante auf UFS 4.0 setzt. Ein Unterschied, der nicht nur good to know, sondern auch bei der Schreibgeschwindigkeit spürbar ist. Wenn man das alles so hört, kann man eigentlich vor Begeisterung nur explodieren. Und mir geht es natürlich nicht anders. Allerdings gibt es so ein, zwei Dinge, die ich nicht wirklich als Kritik bezeichnen würde, ich aber dennoch irgendwie schade finde. Erstens, wieso gibt es denn nicht auch die 128 GB Version mit der neuen UFS 4.0 Technik? Man ist somit eigentlich gezwungen, den Aufpreis zur 256 GB Variante zu zahlen, was ich auch jedem empfehlen würde. Und zweitens, auch wenn ein Arbeitsspeicher von 8 GB RAM ausreicht und vor allem etwas mehr als 30% schneller wurde, wieso gibt es denn nicht trotzdem eine weitere Auswahlmöglichkeit mit 12 GB RAM? One UI 5.1, Samsungs eigene Oberfläche basierend auf Android 13. Ich persönlich mag One UI ja schon länger echt gerne und das sowohl in puncto Optik als auch Funktionsumfang. Letzteres war ja schon immer groß, ist jetzt mit der 5.1er Version aber nochmal angewachsen. Es ist nicht zu übersehen, dass sich Samsung hier sehr stark von Apple hat inspirieren lassen. Ich würde aber nicht sagen, dass das schlecht ist, denn die Features sind super nützlich und vor allem extrem gut umgesetzt. Beispielsweise kann man jetzt sehr ähnlich wie bei iOS seinen Sperrbildschirm individuell anpassen und es gibt Fokus-Modi, die auf demselben Prinzip wie bei Apple basieren. Aber mal abseits von den neuen Funktionen wirkt One UI jetzt nochmal einheitlicher und durchdachter, weil alles aufeinander abgestimmt ist und einfach funktioniert. Neben Roam Android wahrscheinlich wirklich meine liebste Oberfläche, auch wenn ich verstehen kann, wenn sie nicht jeder so mag wie ich. Was aber dafür jeder mögen wird, ist eine lange Update-Unterstützung, die man bei Samsung auch bekommt. 4 Jahre Soft- und 5 Jahre Sicherheitsupdates sind garantiert, was deutlich mehr als bei allen anderen Android-Smartphones ist. Hut ab, Samsung! Anfangs schon kurz mal aufgegriffen, bezüglich des optischen Auftretens geht es jetzt genauer in die Materie des Triple-Kamera-Systems. Samsung verbaut bei dem S23 eine 50-Megapixel Hauptkamera, 12-Megapixel Ultraweitwinkelkamera sowie eine 10-Megapixel Telekamera mit dreifach optischem Zoom. Also genau wie letztes Jahr beim S22. Vorab sei gesagt, dass es mit allen drei Kameras super viel Spaß macht, Fotos zu schießen. Gerade aus dem Grund, weil man mit den drei verschiedenen Brennweiten eigentlich für jede Situation gewappnet ist. Beginnen wir jetzt aber mal mit der Hauptkamera. Sie schießt wirklich tolle Fotos mit einer hohen Schärfe und schönen lebendigen Farben. Aber auch die Dynamik trägt viel zu den guten Ergebnissen bei. Ganz allgemein sind die Bilder mit dieser Kamera immer hell und fröhlich und trotzdem schafft es Samsung, dass dunkle bzw. schwarze Bereiche wirklich schwarz sind, wodurch die Bilder auch allgemein immer kontrastreich wirken. Klar, ein Look, der einem gefallen muss, mir persönlich sagt er aber sehr zu. Genauso wie die Ergebnisse in schlechten Lichtverhältnissen. Sie sind wirklich sehr rauscharm, haben aber eine Eigenschaft, bei der ich schon sagen muss, dass ich hoffe, sie wird beim Nachfolger etwas verbessert. Denn sobald die Lichtverhältnisse schlechter werden, verlieren die Bilder etwas an Kontrast und Sättigung und werden dann auch teilweise etwas zu blass.
alles, was ich gerade über die Hauptkamera gesagt habe, kann man im Grunde auch für den Ultraweitwinkel sagen. Einziger Unterschied ist nur, dass ich mir durch seine nur verfügbaren 12 Megapixel ein wenig mehr Schärfe wünschen würde und ich finde es schade, dass es keinen Autofokus gibt, was summa summarum bedeutet, es gibt auch keinen Makromodus. Dafür ist aber das Sichtfeld ein sehr weites. Bleibt also nur noch die dritte Kamera im Bunde, die Tele. Sie schießt ebenfalls sehr natürliche, kontrastreiche Bilder und auch wenn sie weniger scharf als zum Beispiel die Hauptkamera ist, habe ich sie dennoch super gerne genutzt, gerade mit der dreifach optischen Vergrößerung. Einfach weil es der perfekte Sweet Spot zwischen zu weit und zu nah ist. Auffällig war hier nur, dass sie in schlechteren Lichtverhältnissen etwas schwächer als die anderen beiden Linsen war, was ich aber auf die geschlossenere Blende zurückführen würde. Neben Fotos kann man aber natürlich auch Videos aufnehmen und das in 4K bis zu 60 FPS und in 8K in 24 FPS. Sowohl die 8K als auch 4K Aufnahmen gefallen mir wirklich gut. Noch ganz cool, seit letztem Jahr gibt es bei den Aufnahmen im 4K Modus sogar eine sehr sehr gute Bildstabilisierung, die die Aufnahmen schon fast so wirken lässt, als wären sie mit dem Gimbal aufgenommen. Unterm Strich ist die Kamera vom S23 also eine sehr gute. Klar, es gibt ein paar Dinge, die besser sein könnten bzw. fehlen und deshalb würde ich sie auch nicht mit in die Liste der Top 3 Smartphone-Kameras packen, aber sie spielt auf jeden Fall sehr weit oben mit. 3900 mAh groß ist der Akku, also 200 mAh größer als der im Vorgänger. Hört sich erstmal nach keiner großen Verbesserung an. Allerdings habe ich hier noch nicht die Rechnung mit den effizienteren Komponenten gemacht. Beachtet man diese nämlich auch, ist die Steigerung der Akkuleistung doch schon deutlicher und das auch im Alltag. Eine Screen-On-Time von 5 Stunden war immer locker drin und es gab Tage, an denen ich sogar an die 6 bis 6,5 Stunden rankam. Natürlich ist das aber immer davon abhängig, was man den Tag über auf dem S23 macht und ob man im WLAN oder mobilen Netz ist. Mit Sicherheit kann man aber sagen, dass hier eine deutlich spürbare Verbesserung vorliegt und ich ohne Probleme einen Tag mit dem S23 auskomme. Aufgeladen wird dann entweder per USB-C mit 25 Watt, heißt in 30 Minuten auf knappe 50%, was schon echt lahm ist, oder per Wireless Charging mit nur 15 Watt, ebenfalls lahm. Also hier muss Samsung auf jeden Fall noch nachziehen, um nicht den Anschluss zu den anderen Herstellern zu verlieren. Willkommen zurück! Diesen Satz kann ich endlich sagen, nachdem Samsung das Performance-Problem endlich begraben konnte. Ich würde dadurch sogar von einer kleinen Wiederauferstehung sprechen. Seit langem mal wieder kann ein Galaxy-Modell in puncto Performance mit vergleichbaren Smartphones mithalten oder ist sogar etwas besser. Aber nicht nur die Leistung ist ein Punkt, der das S23 zu einem guten Smartphone macht. Auch das Design ist wunderschön und vielleicht sogar eines der schönsten auf dem Markt. Das Display könnte genialer nicht sein und durch seine dünnen Displayränder ist es auch das am modernsten aussehende. One UI hat ebenfalls ein paar nützliche Funktionen bekommen und die Akkulaufzeit macht mir auch keine Sorgen mehr. Einzig und alleine in puncto Kamera erhoffe ich mir beim Nachfolger ein paar Verbesserungen, was aber nicht bedeutet, dass die Kamera so wie sie jetzt ist, gleich schlecht ist. Nein, nein, ich habe ja selbst gemerkt, dass ich diese Kamera trotzdem super gerne zücke, gerade wegen dem Look, den die Bilder haben. Das S23 bekommt man mit all den genannten Punkten also für einen Startpreis von 950 Euro. Definitiv viel Geld. Aber bekanntlich ist es bei Samsung so, dass man wegen dem Preisverfall sehr schnell das S23 für deutlich weniger Geld bekommt. Und dann ist es ein sehr, sehr guter Deal für ein Smartphone, welches viele Leute lange glücklich machen kann. See you!